Dicker, ich kann es nicht lesen, du musst mal die Moderation hier ein bisschen. Schaust du Reaction zu deinen Videos? Ja, manchmal ja, aber ich bin generell nicht so der Reaction-Typ eigentlich, weil ich meine, es ist viel spannender, wenn man Sachen macht und nicht Leuten dabei zuguckt, wie sie Leuten dabei zugucken, die irgendwas machen. Stärkste Frage: Habt ihr den Vulkanausbruch überlebt? Nein. Nein. Okay, jetzt geht's rund. Digga, hier geht's richtig ab. Es sind auch 3700 Leute da gerade. Du musst schneller Fragen raussuchen. Ja, ich bin dabei. Du bist noch hart im Arsch. Nee, die alle Stunde grüßen. Geschlafen. Wie war das Gefühl, als der Vulkan ausgebrochen ist? Ja, freaky, Mann. Also ich sag dir ehrlich, es war heiß. Und das war somit das Krasseste, was ich in meinem Leben so live erlebt habe. Oh, Spenden für Elsa kommen rein. Ja, krass. Übrigens, wir haben Elsas Gehege umgestruggelt. Das ist ein viel größeres Gehege. Und von der Knete wollen wir jetzt schöne Sachen pflanzen. Die müssen wir aber immer neu pflanzen dann. Weil Elsa hat es irgendwie nicht so mit dem Gärtnern leider. Also die hat eine eigene Ansicht vom Gärtnern. Kommt irgendwann Kampfgeist 5 raus? Jetzt ist erstmal das Album am Start der Zeit. Naja. Das frage ich ihn auch immer wieder. Ja, genau. Wir haben erstmal noch die Rico-Challenge. Rico hat wieder angefangen, Sport zu machen. Ihr könnt ihn auf jeden Fall hart nerven. Und der wird sich jeden Tag seinen Sportplan posten. Grüße an Barre. Und wird auch den Ernährungsplan dazu posten. Und wird sich 10 Leute aussuchen, mit denen er das zusammen macht. Und dann über die nächsten 6 Monate versucht, wirklich hart was zu reißen. Wenn er nicht einknickt, aber wenn ihr ihn supportet und er 10 Leute hat, die mitziehen, ich glaube, dann ist es... Immer schön Druck ausüben. Ja. Barre und Rico verlinken, ganz wichtig. Also, ich will jetzt hier nicht irgendwie hetzen oder so. Sag mal schöne Grüße auf Russisch. Boah, Dikai, jetzt fickt ihr mich mit dem Kater hier. Einfach privat. Privat. Ah, da wäre gern dabei gewesen. Ja, das haben wir schon öfter gehört. Ich glaube, wer hätte dabei auch gewesen? Ich wäre auch gern dabei gewesen. Wie kamt ihr den Berg auf, wenn wir geschaut haben? Ich bin gelaufen und am zweiten Tag hatten wir so einen Heli-Flug. Der erste Tag war hart, Mann. Und das Geilste war, wir sind natürlich so abgespaced gewesen von diesem Vulkan und konnten uns gar nicht lösen von dieser Lava und sind dann irgendwann. Haben wir festgestellt, ey, es ist verflucht dunkel, 1.30 Uhr nachts. Und den Weg, den wir irgendwie so steil hochgegangen sind, den mussten wir auch wieder runter. Und hoch ist meistens leichter als runter, wenn ihr das wisst, so wirklich steile Abhänge. Da ist der Bergabweg viel beschissener. Wir mussten Ketten bilden, weil manche sonst auf der Strecke geblieben wären. Hashtag Alok. Wann kommt der nächste Loyal Drop? Ich glaube, was haben wir denn jetzt? Mai. Anfang Juni. Und der ist krass. Der ist richtig krass. Was ist er? So krass, dass er krass ist. Der krasseste Drop aller Zeiten. Krasser Typ, Alter. So krass, dass ich mir schon Samples geklaut habe. Übrigens nochmal an Giat hier. Du hast uns hart runtergezogen gestern. Den alten Mann hier zerstört. Was haben wir noch? Ey, die sind so schnell, man kommt einfach nicht hinterher. Ja, es sind 4.367 Leute da. Findet die Tour statt? Ja, ey, wir gehen davon aus. Wir gehen davon aus, warte mal, wir dürfen hier nicht den Merkel-Move machen oder so. Also Fakt ist, wir sind natürlich mit großen Veranstaltern da, mit einer riesen Booking-Agentur und mit den Konzertveranstaltern, die wirklich auch an die Politik gebunden sind. Und die sagen uns, dass sie davon ausgehen, wenn das jetzt alles so weitergeht, wie es gerade aktuell der Stand ist, dann sind wir die erste Tour, die wieder spielen. Ne? Und das wird krass, Mann. Das wird... Also, wie oft haben wir schon krass gesagt heute? Aber es war auch jedes Mal krasser als davor. Ja. Ich nehme den Vulkan mit auf Tour. Sehr stark. wie lange machst du Musik? Google it. 2008. Kam das erste Album in den Handel und davor habe ich auch schon gemacht. Also ich glaube, ich bin mittlerweile schon. Bin ich dann schon Veteran? Ich glaube schon, oder? Bitte nicht. Also. Nicht Newcomer mehr? Oh Mann. Aber Oldschooler auf jeden Fall. Oho! Wow! Digga, du hast mich gekillt, Alter, gerade. Der Opa. Oh, ganz krasse Frage. Das frage ich mich auch immer. Ist das dein letztes Album? Man munkelt.
Willst du jetzt Stress haben, oder was? Kannst du dich kloppen hier mal, das Schimmelke. Ich gebe dir gleich so ein Velo ins Auge, aber... nein, weiß ich nicht. Ich mache anders Musik, ich weiß es noch nicht. Ich mache jetzt hier nicht die großen Rücktrittsankündigungen, warum auch. Ich habe Spaß dran an Musik, aber momentan ist diese Industrie und dieses Streaming-Ding sehr undurchsichtig. Und ich chill ein bisschen. Ich werde jetzt mal gemütlich Papa, Alter. Ich kümmere mich ein bisschen um ein paar andere Leute. Und wenn ich das nächste Album anfange, dann wird es dauern. Wir spielen erstmal diese Tour. Wir bringen die ganzen Leute wieder auf die Beine, die krass gelitten haben unter Corona. Und es kommen noch ein paar Projekte, es kommen ein paar spannende Features. Ich bin auf jeden Fall am Wochenende im Studio mit jemandem coolen und dazu wird noch ein Video gedreht. Haben wir auch noch nicht. Das wird auch lustig. Features auf dem Album. Janaka ist mit drauf. Nein, ich bin auch mit drauf. Ich dachte, du machst hier den Tijena. Janaka ist mit drauf, Rico ist mit drauf, Skepsis ist mit drauf, Skinny ist mit drauf. Grüße raus, Bruder. Samara ist mit drauf. Ich bin auch mit drauf. Ich bin auch mit drauf. Die Crates sind ganz oft mit drauf. Siehst du überhaupt noch Fragen, Digga? Du scheppert hier rein, Alter. Es sind unendlich viele Fragen, aber es sind oft dieselben. Das ist ungefähr so. Ich kann dich auch fünfmal das gleiche fragen. Ey, es ist so wie das hier rein scheppert, so ist es mit dem Problem im Leben. Er schreibt, dass Rico wieder Sport macht, hat ihn stark motiviert. Wen? Also, einen Fan. Also, ja, ey, Dicker, guck mal, dann schreit doch Rico. Und ich meine das wirklich ernst. So. Ich habe ihm gesagt, er soll sich 10 Leute rauspicken, damit er auch wirklich, das ist so das Beste, weil du dann weißt, ey, wenn selbst der Schweinehund kommt, so, oder er, das, dann hast du aber jemand anders, wo du sagst, fuck, guck mal, ich kann den jetzt nicht hängen lassen. So. Und wenn 10 Leute mitmachen und natürlich noch viel mehr Leute die Chance haben, das so mitzumachen, die Bock drauf haben, irgendwie sich zu einen Change zu machen, dann schreibt ihm. Der fängt jetzt wieder jeden Tag an. Wir fangen erstmal smooth an mit 3 Tage die Woche. Ich habe es mit Rico übertrieben. Obwohl er bei mir damals fast 30 Kilo abgenommen hat. Der Marathon war heftig. Ja, Bro, aber ich habe die Pferde zu doll gepeitscht zu der Zeit. Schwierige Frage. Lieblingssong vom Album? Das ganze Album. Das ist wirklich so, es gibt keinen Song, den ich skippen würde. Und das ist das Beste. So. Das war für mich wichtig. Ich freue mich vor allem, wenn ihr das nächste Woche hört. Und ich freue mich, wenn die Reactions darauf kommen. Und zwar nicht von Leuten, die im Internet reacten, sondern eure Reactions an uns. Okay, wir bleiben noch 3 Minuten drin, weil sonst quatschen wir nämlich in die Premiere rein und das wäre echt... Wie in die Premiere? Was für eine Premiere? In 5 Minuten geht's los. Hä, ich dachte, wir quatschen, nur da kommt doch gar kein Song. Ach so, ist Podcast. Unser. Ja, ich freue mich, gleich geht's los, Alter. Das ist ein brutal krasses Video. Wir haben wahnsinnig Glück gehabt, also da hat das Schicksal auf jeden Fall eine große Rolle gespielt, definitiv. Es war nicht unser Plan, an diesem Vulkan zu drehen und wir haben diese Bilder mitgenommen. Und das ist halt so eine, so in der Art gibt es das irgendwie so alle 100 Jahre, dass man das so erleben kann. Boah, ihr seid so krass mit euren Spenden, das ist heftig. Was geht ab? Ja, permanent. 10 Euro hier, 10 Euro da. Cool. Ist geil. Freut sich. Dann müssen wir, es wird nicht in der nächsten Woche passieren, es wird so in den nächsten 4 Wochen passieren, aber dann pflanzen wir. Wenn ihr einen krassen Gärtner habt, Alter, oder jemand so ein riesen Pflanzencenter hat, der hier zuguckt, Bro, wir brauchen Bäume und so. Also Bäume sind kein Scheiß, aber du weißt, was ich meine. Warum hast du den Song, Wenn das Schicksal trifft, genannt? Ja, aber wenn das Schicksal trifft, dann knallt es meistens. Ja, dann ist immer irgendwas Schwieriges im Leben, weißt du, und die Message dahinter ist, ey, selbst an deinem Besten fickst du mich nicht an meinem schlechtesten Tag. Adrenalin-Junkie, Fragezeichen. Safe. Ich tanze nur mit Musikvideos so. Nächste Tour, November, Dezember. Dieses Jahr. Hoffentlich. Wow, 20 Euro, danke. Krass. Danke, danke. Andi, du kriegst auch noch ein paar neue Socken auf jeden Fall. Das seht ihr jetzt hier nicht. Jetzt kriegst du definitiv ein paar Sponsor. Okay, dann haben wir jetzt noch 1 Minute. 1 Minute, was gibt's zu sagen? Pass auf, lass die Fragen weg. Wir haben
alle Boxen fast ausverkauft, was wahnsinnig krass ist. Wir haben noch nie so viele Boxen verkauft. Ich glaube, generell gibt es ganz, ganz wenige Leute, die diesen Amount an Boxen weggemacht haben. Und das ist wahnsinnig krass. Scheiß jetzt auf. Es geht nicht darum, wie krass das ist, dass wir viel verkauft haben, sondern es ist schön. Und es geht jetzt nicht darum, um irgendwie Numbers zu droppen und zu sagen, wie krass man ist, sondern es ist geil, dass man sieht, dass Leute einen unterstützen und dass, wenn man sich Mühe gibt und dass die Leute das auch sehen. Und ich freue mich auf euch alle, wenn wir aus dieser Scheißzeit raus sind, wenn wir uns live sehen. Ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Herrentag. Von mir gibt es viel Liebe, kein Platz für Hass, offene Augen, offenes Herz und viel Spaß mit dem Song, ja. Sind raus. Rousey.